und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality. So, stellen wir gerade den Steier hier aus. Und dann machen wir hier ein bisschen Entastung ist Training. So, wir haben letzte Folge mit dem Bürgermeister ausgemacht, dass wir hier Bäume fällen. Zum einen wegen Schädlingsbefall. Zum anderen wegen gefährlicher Bäume, die einfach kreuz und quer im Gehänge hängen. Und dadurch eben eine Gefahr für die Allgemeinheit stattfinden oder sind. Und jetzt muss ich mit dem Harry gleich mal reden. Ob der vielleicht schon rüberkommt, um da ein paar Bäume zu abzutransportieren. So, dass wir hier nämlich einfach auch, wie bei allem anderen auch. Jetzt will ich. So, dann gucke ich gerade mal. Bei dem ist besetzt. Scheiße. Ne? Nee, im Notfall fahre ich die einfach selber ab. Dann stecke ich die 30% für mich ein. Ah, warte mal, ich muss mal gerade den Hans-Peter anrufen. Nee, ich rufe jetzt erstmal den Harry an. Harry? Ja? So, ich habe jetzt mit dem Bürgermeister ausgemacht, dass wir unten bei Feld 82, da gibt es ein paar Widmenmacher, also ein paar Bäume am Hang, die kurz vorm Abfallen sind. Ja. Dass wir die fällen können. Da habe ich schon ein paar gefällt. Ja. Schädlingsbefallene Bäume. Und auch Bäume einfach, um dem Boden mal wieder ein bisschen Licht zu geben. Das, die können wir beide, und da verdienen wir dann, dann 20%. Genau. Also wir müssen uns die 20% teilen. Ja. Ich habe mit dem Reinhard so ausgemacht, dass, du mir das Geld übergibst, wenn du abfährst, und ich verrechne dann mit dem Reinhard. Wenn ich das verkaufen fahre. Genau. Ja. Und, ja, wann machst du das? Also ich habe jetzt schon ein paar Bäume gefällt, du könntest theoretisch schon rüberkommen und die abtransportieren. Ja, ich bin hier beim meinem Wald da. Ja, wie gesagt, also es sind schon ein paar fertig. Wenn du kommst, müsstest du nur auf Länge schneiden. Oh, jetzt muss ich aber schnell den Baum weg tun, der ist mir gerade auf die Straße gefallen. Oh ja, mach mal. Müsstest nur auf Länge schneiden und dann kannst du abtransportieren. Jo. Ich fäll mal weiter, bis dann. Tschüss. Ciao. Das ist aber ungeschickt hier.
So. Da ziehen wir einen Harry aber ein bisschen über den Tisch mit den, 30%. Aber er wollte ja so, er hat ja selber nur nach 20% gefragt. Von dem her mache ich mir jetzt keinen großen Vorwurf. Muss er auch von was leben. Aber er kriegt ein Drittel nur fürs Abfahren. Das ist eigentlich okay. Sieht das doch ganz gut aus. So. Bitte nicht nachmachen. Macht man natürlich nicht. So, dann schneide ich hier schon mal auf Länge. Ja, das ist das Problem gerade. Ich habe hier keine Berechtigung. Ja. Hallo, Hans-Peter. Ja. Du, ich habe eine Frage. Hast du LKWs zum Ausprobieren? Nur den gerade, der Harry hat. Was sind das für einer? Das ist der Arox, der Mercedes. Ah. Nee, ich habe da eher an den anderen gedacht. Ja, Ich Wunschkonzert ist beim Ausprobieren leider nicht. Okay, das ist aber schlecht. Ja, wenn man was ausprobiert, dann muss man schon nehmen, was man hat. Nee. Also, was man bekommt. Ich will ja nicht einen Mercedes probieren und dann immer einen kaufen, zum Beispiel. Das ist ja doof. Gucken Sie mal bitte auf meinen Kontostand. Das sehen Sie. Ja, das ist ja relativ. Ich würde dafür ja auch eine Miete zahlen. Verstehen Sie? Das ist schon wieder was anderes. Also ich kann ja schon ein bisschen Aufwand Entschädigung leisten. Ja. Ich habe nämlich gedacht, ich hätte gern eher was Leistungsstärkeres und beziehungsweise was mehr für den Forstgebrauch ist. Wissen Sie? Ja, so ein Mercedes, der macht sich gut auf der Straße, aber im Wald sieht es ja scheiße aus. Mhm. Verstehen Sie? Da hätte ich gern irgendwas, was ein bisschen, weiß nicht, aggressiver aussieht. Aggressiver? Ja. Und so ein bisschen, weiß nicht, was einfach, Moment, was einfach ein bisschen mehr Biss hat. Vielleicht ein Dreiachser mit, keine Ahnung, Lenkung hinten oder so. Ja, der Tatra hat Lenkung hinten. Okay, Tatra. Also, der lenkt vorne auf der Vorderachse und auf der Hinterachse. Mhm. Ist damit wendiger. Wie sind so die Testergebnisse? Wie meinen Sie? Ja, der kommt aus Russland, oder nicht?
Das weiß ich jetzt nicht genau. Ich meine, der Tatra kommt aus Russland. Ich glaube, das ist eher so die östliche Richtung. Russland könnte stimmen, das weiß ich jetzt nicht genau. Okay. Weil ich denke halt, wenn der in Russland getestet wurde, dann wird er für Europa ja locker drin sein. Ja, klar. Er wurde, wenn es dann Russland ist, dann wurde er auch getestet. Hm. Russland ist bergig, waldig, ja. Ja. Okay. Also er sollte, also der Dreiachser Tatra ist schon besser als dieser MAN. Der hat zwar ein bisschen weniger PS, aber dafür mehr Traktion. Und das ist im Forst besser. Ja, eben, und genau sowas wollte ich haben. Weißt du, deshalb kommt der Mercedes für mich auch gar nicht in Frage. Ja, kann ich verstehen. Also wenn du mir den irgendwie hinstellen könntest, dass ich den probiere zu mieten. Ja. Dann würde ich den mal testen. Jo. Sagst du mir einfach Bescheid, wenn er da steht, dann komme ich vorbei und hole ihn ab. Ja, das könnte ein bisschen dauern. Weil ich habe auch ein beschränktes Budget. Okay. Und momentan habe ich jetzt fast alles für das Event ausgegeben. Wie gesagt, ich zahle ja Miete dafür. Ja. Aber ich muss es ja auch erstmal von Tatra kriegen. Ja, wie gesagt, wenn er verfügbar ist, dann kannst du mir einen mieten. Jo. Farbe ist ja egal. Jo. Und dann gibst du mir einfach kurz Bescheid. Pink auch egal? Nur so eine Frage? Ja, pink muss jetzt nicht unbedingt sein. Aber nimmst du ihn vielleicht einfach in der Originalausführung? Ja, hey. Mach ich. Bin ich denn hier? Wollen Sie ihn mit Zug mal hinten? Nee, brauche ich nicht. Brauche nur eine Sattelplatte. Ach ja, das passt. Okay, gut. Hä, wo bin ich denn? Ich habe mich total verfahren. Ah, jetzt weiß ich, wo ich bin. Ich bin bei der Tankstelle. Okay, gut, dann bis später erstmal. Jo. Gut, ciao. So, dann fahre ich gerade nochmal tanken hier. Kann man einen Rüssel reinhängen hier. Zack. Gut. Aber auch noch mit Karte, hey. So. Ah, ich wollte den Jürgen noch sprechen. So, dann fahre ich gerade mal zum Hof, hol meinen Anhänger. Ich meine, solange wir den Tatra nicht kriegen vom Hans-Peter, kann man da halt nicht viel machen. Hallo? Hi, Volker, hier ist Jürgen. Hi. Warte mal, ich muss gerade überlegen. Ah ja, Grundbuchamt. Du, ich habe ein Problem. Mhm. Mir sind ein paar Bäumchen, Stämmchen auf die Parzelle. Moment, warte mal. Mal gucken, auf die Parzelle 82 gefallen. Ja. Jetzt kriege ich die da nicht mehr runter. Ah, ja. Kannst du mir da irgendwie eine Berechtigung geben? Ja. Oder kann ich die kurzzeitig kaufen? Können wir auch machen. Warte, 82? Jo. Wo sind die? Unten neben meinem Hof. 83 oder 82? 82. 82, ja. Also wenn ich da ein Kurzzeitkaufrecht hätte, das wäre optimal. Ja, kannst drauf. Also, hab's der Stadt gekauft, dann Ah ja, okay. Pass EU. Gut, passt. Gut, danke. Jo, kein Thema. Tschüss. Vergessen alle Tschüss zu sagen, ich weiß nicht. Sind unhöflich geworden. Haben wohl ein bisschen Stress. Warte mal. Hallo? Hallo? Ja, Harry, was los? Jo, ich bin nicht mehr so allzu lange, bin ich nicht mehr hier beschäftigt, dann würde ich dann runterkommen. Ja, machst du. Passt. Jo, passt. Gut, ja. Bis gleich. Ich habe schon ein paar Bäumchen gesägt, also da kommst du einfach ran. Jo, passt. Gut, ciao.
So. Och nee. So, jetzt muss ich auch mal hier gerade okay, funktioniert ja doch. Gut, Freunde, aber das hören wir auch in der nächsten Folge noch ein bisschen. Ich hoffe mal, dass der Tatra vielleicht dann verfügbar ist. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Und bis morgen. Geht nicht. Schade.